Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play FIFA 14 Beer Goalkeeper im Karrieremodus mit mir im Partizan-LP und ich muss kurz einen besonderen Menschen meiner Zuseher grüßen. Hello my friend from the Kosovo, best greets from Austria. So, ganz kurz gegrüßt einen Zuseher aus dem Kosovo, der kein Wort Deutsch spricht, nur Englisch. Und der aber trotzdem fleißig meine Videos schaut, also Respekt von diesem Mann. Das hätte ich mir so nie erwartet. Ich habe auch jetzt die 1750 Abonnenten geknackt. Ihr könnt stolz auf euch sein, Leute, dass ihr da alle dabei seid, dass ihr alle so fleißig kommentiert. Ihr seid einfach Hammer. Wir spielen jetzt in der Liga gegen die Bolton Wanderers. Zu Hause im Emirates Stadium. Und wir haben da gleich mal die erste Aktion über Lukas Podolski, aber die bleibt dann hängen. Wieder Spielaufbau von hinten. Jetzt die erste Flanke und wir machen direkt durch Edin Dzeko das 1:0 in der vierten Minute. Ich sag nur Arsenal London 1, Bolton Wanderers 0, danke, bitte. Edin Dzeko mit dem, glaube ich, ich habe es gesehen, 13. Saisontor. Ich weiß nicht, ob er schon von Anfang an in dieser Saison für die Londoner spielt, aber wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass der in der Wintersaison so viele Tore geschossen hat. Das wäre richtige Kunst. Und ich sag's euch, wir sehen es uns dann später an. Die Tabellensituation ist einfach arschgeil von uns. Also wir sind, glaube ich, am vierten Platz und nur 2 Punkte vom ersten weg. Also jetzt mal Champions League, aber ich sag mal, Titel ist schon ein Ziel von uns. Das war jetzt eine Abseitsposition. Einfach blind nach vorne gespielt. Aber war gar nicht so tief im Abseits, also es hätte auch besser ausgehen können, aber gut für uns, dass es hier nicht so passiert ist. Jetzt momentan ja Testspielphase der deutschen Clubs, der englischen Clubs und der italienischen Clubs. Es gibt auch den Supercup in den USA und in Kanada. Da wurde der AC Milan von Manchester City einfach mal 5:1 abgefertigt. Die haben ja auch gegen Olympiakos Piraeus 3:0 verloren. Also der AC Milan komplett neben der Spur. Also es ist richtig heftig. Manchester United 2:3 im Elfmeterschießen gegen Real Madrid gewonnen. Die anderen Spiele habe ich jetzt nicht so im Kopf. Die sind immer um 1 in der Früh und um 10 am Abend. Und da gehe ich halt normalerweise schon schlafen. Aber das Finale werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Und ich hoffe, dass dieser Pokal sich dann Stammplatz erkämpft in den amerikanischen Staaten. Es ist aber auch so, es ist ein reiner Freundschaftsspielpokal, weil sie dürfen durchwechseln, so oft sie wollen. Also das ist jetzt nicht gar so ernst wie jetzt der Confed Cup, der auch eher, sage ich mal, jetzt nicht so ernst zu nehmen ist. Oder die Club-WM. Aber naja, so mannschaftlich richtig cool finde ich. Ich habe jetzt auch einen lustigen Post gefunden von José Mourinho, wo er noch bei Inter Mailand war und wo auch Mario Balotelli noch bei Inter Mailand gespielt hat. Er hatte da Verletzungssorgen zu diesem Zeitpunkt vor 4, 5 Jahren, wo keine Ahnung wann das war, der José Mourinho. Und dann war es so, er hatte Mario Balotelli. Der hat sich in der 44. Minute die gelbe Karte geholt. Er hatte keine Auswechselstürmer mehr. Also Balotelli war schon sein Notnagel zu diesem Zeitpunkt. Und dann hat er von 15 Minuten, laut seinem Interview, von 15 Minuten hat er 14 Minuten mit Mario Balotelli geredet. Hat er gesagt, wenn der Schiri eine Fehlentscheidung macht, beschwerst du dich nicht. Wenn der Gegner dich provoziert, beschwerst du dich nicht. Wenn der Gegner dich fault, beschwerst du dich nicht. In der zweiten Halbzeit, in der 46. Minute, hat er die rote kassiert. Also dieser Mario Balotelli ist einfach episch. Und wir sehen da einen epischen Schuss und den Nachschuss und der Nachstoß
von Santi Cazorla geht rein. Der macht auch schon sein 16. Saisontor in der 27. Minute. Also Arsenal London 2, Wigan 0. Ah, Bolton 0. Danke, bitte. Da geht der erste Schuss in den Innenpfosten, aber wieder raus. Und da hat Cazorla natürlich dann keine Probleme mehr, den über die Linie zu drücken. Könnte das unsere erste Ballberührung sein? Tatsächlich. Aber ja, die Geschichte finde ich, da habe ich echt, da musste ich schmunzeln. Stelle ich mir relativ lustig vor. Aber nicht aus der Sicht von Mourinho. Aber das, diese Aktion, da muss ich sagen, da bin ich jetzt schön rausgelaufen. Das muss man auch mal loben. Wir müssen auch schauen, dass unsere Bewertung oben bleibt, weil die Anforderungen bei den Londonern natürlich um vieles höher als noch bei den Münchner Löwen. Ah, konnte er sich nicht stoppen, läuft mit dem Ball ins Aus. So dürfen wir einen Abstoß machen. Kommen die Gegner wieder an den Ball. Die zweite Bundesliga beginnt auch dieses Wochenende, meine Freunde. Und wer glaubt ihr, steht auf den ersten drei Plätzen? Ricardo Muniz, also der Trainer von 1860 München, sagt einfach, unser Ziel ist es, Meister zu werden. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht diese Saison. Ich glaube eher, wenn sie es schaffen, nächste Saison. Ich lasse mich wie immer gerne überraschen. Ansonsten habe ich noch stark auf der Rechnung Greuther Fürth und natürlich RB Leipzig. Das sind schon harte Gegner. St. Pauli sind auch immer ein Kandidat für den Aufstieg. Also dürfte wieder eine richtig gute Saison werden. Auch Kaiserslautern natürlich. Also da haben wir schon 5 Mannschaften, die da sicher hart um den Aufstieg kämpfen werden. Meiner Meinung nach, wenn 1860 mitkämpft, dann um einen 3. Platz, aber nicht um einen 2. und 1. Um einen 1. Platz RB Leipzig und Kaiserslautern, meiner Meinung nach, auch Greuther Fürth. Und natürlich da um den 2. Platz. 3. Platz St. Pauli, 60. Ja, die anderen lassen wir uns überraschen. Die zweite Liga in Deutschland ist die stärkste Liga, also die zweite stärkste Liga weltweit, denke ich. Gibt das jetzt nur einen? Ja, es gibt nur einen Wurf. Nee, Abstoß sogar. Aber der Schiri, der pfeift direkt in die Halbzeit. Wir haben jetzt, sage ich mal, einen recht sicheren Vorsprung für die nächsten 45 Minuten. Was gut ist, ist, dass mal Chelsea nur 0-0 spielt momentan und auch Manchester City nur 0-0. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht für uns. Ich denke mal, die sind schon in den Top 4. Das können wir uns aber dann natürlich nochmal in der Tabelle genauer ansehen. Ah, jetzt der Laufpass. Macht den Haken rein. Oh, das ist aber gefährlich, aber dann doch eine. War es eindeutig? Ja. Ja, er läuft da eindeutig ins Abseits. Den machen wir kurz. Der Verteidiger löst das auch schön, indem er ihn nach vorne ins Mittelfeld spielt. Dafür lässt er ihn sinnlos durchgehen. Holden. Auf Davis, der kommt ran, aber dann doch ein robuster Angriff der Verteidigung. Es war kein Abseits. Bleibt am Ball, bleibt am Ball. Aber jetzt den Ballverlust im gegnerischen Strafraum. Wo ist der Ball? Das war wieder mein schöner, guter alter Controller, wie man ihn kennt. Wenn er das nicht machen würde, dann wäre er ja defekt, oder? Wenn er nicht automatisch laufen würde.
Der kommt an. Muss ich Acht geben? Ah, oh, da versetzt er mich ins kurze Eck. Legt sich ihn nochmal auf die Seite. So macht er den Anschlusstreffer in der 56. Minute. Das schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Da bin ich nochmal zurück. Da macht er den Haken. Macht nochmal den Haken. Und dann ist das kurze Eck zu offen. Natürlich darf er da nicht so frei stehen. Da sollten eigentlich gleich zwei Verteidiger besser stehen. Aber wäre jetzt nicht unbedingt unhaltbar, aber auch nicht ein Muss zum Halten. So steht es jetzt 2-1. Sind natürlich noch in Führung, aber die sind auch nicht mehr weit weg von einem Ausgleichstreffer. Schöner Doppel auf der rechten Flügelseite. Und so wird auch jetzt der Eckball rausgeholt. Es kommt Lee für Hall rein. Der Eckball bringt uns aber nichts ein. Eventuell der rasche Gegenstoß nochmal. Oh, das könnte man schon am Anfang pfeifen. Der Laufpass ist nicht angekommen. Jetzt gibt der Schiri den Vorteil. Pfeift den Vorteil ab sozusagen. Diego Costa kommt für Edin Dzeko. Den Torschützen raus und eventuell einer, der jetzt nochmal ein Tor schießen soll, um den alten Vorsprung nochmal rauszuholen. Aber so wird das nichts, wenn wir da so lasch verteidigen. Ja, was soll denn das? Was soll denn das von der Verteidigung? Da kann ich ja auch nichts machen. Zuerst schon der Fehler. Dann seht ihr, wie ich schon rüberlaufe, aber da komme ich natürlich nicht rein. Also da muss schon, da muss besser abgedeckt werden. Da darf er nicht hinter dem Stürmer stehen. Da muss er vor dem Stürmer stehen. Jetzt steht es schon 2-2 hier im Heimspiel. Auch im Debüt, im Ligadebüt von mir. Also Wahnsinn, Wahnsinn, was da gerade abgeht. Da hoffe ich da... Oh, abseits. Verdammte Scheiße. Ah, Diego Costa, der gut abgedeckt wird hier. Auch der Laufpass sofort abgefangen. Also die stehen jetzt weit, weit stabiler. Richtig schwierig da durchzukommen. Viele unnötige Fehler gerade. Unverständlich. Oh Gott. Boah, hatte ich jetzt Glück mit dem Controller. Hatte ich jetzt Glück. Jetzt kommt Eagles für Leicester. Ich muss echt einen neuen Controller kaufen. Warum er da einen Laufpass spielt, das verstehe ich auch nicht. Da hat er wieder ein Brett vorm Kopf. Er hat schön abgespielt, aber da will er zu viel. Da will er dann einen Trick. Zum Glück jetzt nochmal den Ball erobert. Und der nächste Eckball. Hoffentlich holen wir da jetzt mehr raus. Jetzt kommt Wilshere für Cazorla. Auch. Jetzt sind beide Torschützen draußen. Sollen zwei Frische das Tor machen. Ah. Da kommt er nicht richtig zum Abschluss. Trifft den Ball nicht richtig und so. Kein Problem für den gegnerischen Torhüter. Also unser Trainer, der Arsene Wenger, der wird jetzt ein bisschen ins Grübel kommen, was denn da in der zweiten Halbzeit passiert ist mit der gesamten Mannschaft aber. Da hat es ja vorne und hinten nicht mehr gepasst. Also wenn man sich die Abspielfehler auch ansieht im Angriff, zum Vergessen momentan. Können wir nur hoffen, dass die anderen zwei Mannschaften auch im Unentschieden spielen. Es sind auch nur noch 10 Minuten, um da
eventuell noch den Siegestreffer zu machen. Jetzt kommt Sio für Sordell. Ball erobert. Ah, der Pass, das ist zum Vergessen. Ich drehe durch mit der Mannschaft gerade in diesem Spiel. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, meine Fresse, ich hasse Einwürfe. Ich hasse Einwürfe einfach. Das wird schön gespielt. Da muss mehr Zug aufs Tor. Warum passt er den nicht? Er versucht den Schuss. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Aus dem Winkel und der Torhüter schon weit draußen versucht er zu schießen. Da versucht er das Tor zu machen und schafft es dann auch nicht mal. Ja, perfekter Pass, ne? Jetzt wieder über die Seite. Schlechte Flanke. Sind wir uns gerade nicht anders gewöhnt von dieser Mannschaft. Und jetzt wird es aus sein. Ich denke, der wird jetzt abpfeifen. Lonergan steht da im Tor. Andy Lonergan. Von dem habe ich Handschuhe bekommen. Der hat bei, wie hieß die Mannschaft? Preston North End, glaube ich, in der englischen zweiten Liga gespielt, als ich von dem Handschuhe bekommen habe. Und so geht das Spiel nur 2-2 aus. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Also Chelsea. Ah, Manchester City hat sogar verloren, glaube ich. Und Chelsea wirklich nur unentschieden gespielt. Das nächste Spiel ist auch gegen Leeds United. Jetzt schauen wir uns. Das ist der FA Cup. Aber ich brauche. Das brauche ich nicht. Die Tottenham Hotspurs sind ganz vorne. Wir haben 2 Punkte auf Liverpool und 4 Punkte auf Tottenham. Wenn wir jetzt 2 Punkte mehr gemacht hätten, wären wir sogar auf dem 2. Platz. Naja, richtig enttäuschend. Aber können wir nichts machen. Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Pazian LP. Tschüss, Leute.